Ey, wollen wir. Ey, da läuft einer. Frisst. Das bin ich. Was? Nee, was? Nee, das bin ich nicht. Ey, hallo. Ah, tot, ey. Das kann doch nicht sein. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier. Und ja, heute habe ich wieder ein Leckerli für euch ausgepackt aus der Klamottenkiste. Reisegruppe Chaos ist wieder aktiv, also jetzt nicht aktuell, sondern aus dem letzten Vibe noch. Ist das ein Mitschnitt, geht 23 Minuten das Video. Ich habe es versucht zu schneiden, es fiel mir echt schwer, da Stellen zu finden, wo ich was rausschneiden kann. Es ist was für Feinschmecker der Reisegruppe Chaos, die aktuell ja nicht mehr so voll besetzt ist. Beutel hat eine Tarkov-Pause eingelegt, hoffe ich. Er äußert sich ja nicht so dazu direkt. Er ist wie so ein Politiker, er gibt da keine klaren Ansagen. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich denke, es lohnt sich. Schaut bis zum Ende. Es ist richtig lustig. Also wir schöpfen wieder aus dem Vollen. Und ja, wenn ihr mögt, lasst mir gerne ein Abo oder Like da. Bis dahin, wir sehen uns. Euer Senseless. Tschüssi. Oh. Was denn? Ah, ich trinke hier Schnaps oder irgendwas nebenbei meinen Whisky. Ach so. Pass auf, man trinkt Schnaps, das war ganz so verkehrt. Ich dachte, Twitch hat sich einen Krapper rein. Säufst du sowas überhaupt, Beutel? Krapper? Hm. Im Prinzip trinke ich alles, was mit Schnaps zu tun hat. Was Umdrehungen hat, okay. Heute werde ich Level 35, Leute, das habe ich so im Gefühl. Genau, Psycho, deswegen. Und wenn du dann noch mit den zwei Chaoten unterwegs bist, dann ist eigentlich das Chaos und das Lachen vorprogrammiert. Du kommst eigentlich. Das? Wir sind ganz seriös. Ja, ich meine doch liebenswerter, seriöser. Ganz klare Ansagen. Wir sind berüchtigt im Internet sozusagen. Nee, in der Tarkov-Gemeinde. Großen Rucksack traue ich mich noch nicht so richtig, Shadowen, weil ich ja immer noch. Vom kleinsten Scheiß überladen bin, das muss ich erstmal skillen, dann macht das glaube ich später mehr Sinn, mit den großen Rucksäcken loszuziehen. Weil das macht sonst keinen Spaß, wenn du dann nicht mehr regenerierst. Was sind wir denn hier überhaupt gelandet? Was ist das hier? Das geht gut, genau. Hm. Dann wollen wir mal zum Sägewerk, dann stoppt der Beutel garantiert. Na los. Los. Okay. Kommt ihr das denn auch mal hier einen Weg zur Skeff-Bude, oder? Na klar. Mhm. Rein und ballern. Ich geh auf Vollauto, Alter. Was, ich komme hier hinten rein, Vorsicht. Ich weiß noch, wie ihr euch hier damals abgeknallt habt, fast da drin. Hier ist nicht. Ja, voll. Doch, ich hab einen Hot Rod gefunden. Na toll. Okay. Ich stehe auf Kartons. Er frisst? Ja, ich. Okay, was frage ich? Stimmt ja. Ja. Ey, wollen wir. Frisst. Ey, da läuft ihr einer! Frisst. Das bin ich. Was? Nee, was? Nee, das bin ich nicht. Ey, hallo! Knallt ihr euch schon wieder ab? Ja, Benji ist mir voll in die Schusslinie. Nee, alles gut. Alter! Meine Fresse, was ist denn mit ihm los? Jetzt muss ich gleich wieder noch 50 Schuss nachladen. Ah, ich hab ihn abgeknallt und er hat's dir gegeben. Das gefällt mir. Und, ach nee, du hast bloß deine Munition wieder sinnlos verballert. Naja. Okay. Ich hab den abgeknallt. Wollen wir wetten, dass ich's war? Ja. Na gut, ich weiß es nicht. Wir werden sehen am Ende. Hi Grimbart, grüß dich. Mein Gott, bin ich denn immer zu blöd? Da steht denn hier? Na, ich lade hier nach. Benji, bist du mit mir drin in der Bude? Ich lade hier nach. Raus und deck euch sozusagen. Ja, ich. Nee. Naja, drum eben, Alter. Du bist da draußen. Hier ist ein Typ drin. Ja. Benji, du bist draußen? Nein, ich bin drin. Alter. Ich wickel, hab ich auch noch gesagt. Los jetzt. Aber hier, ich hör ein Skeff. Da hat einer gelacht. Ich komme links rechts raus. Ich hör ein Skeff. Was denn? Na, lasst uns wieder mal nachladen, ist doch ein Rotz. Oh, lasst uns mal rübergehen, ich hänge ja auch schon mal in den Busch. Geh mal durch den Zaun, ich tipp den kurz ja, an. Ja los, wir gehen jetzt mal. Aber gleich hier unten am See lang, oder? Alter, der hatte 180, nee, 106 XP. Müssen wir gucken. Gehört alles Beutel. Ja, ich bin schon drüben hier auf der anderen Seite. Kommt ihr mit, oder wie? Ja, ich komm. Das E-Beutel ist ein Loot. Ja, ich bin ja am Felsen. Siehst du mich, Benji? Ja. Sieh mich zuerst, bevor mich ein Sniper am Visier hat.
So. Wo ist Matze? Wir sind hinten, ja, Richtung. Rechts von uns. Beute. Richtung See bin ich. Richtung See? Und dann will ich unten am See zum Sägewerk durchlaufen. Aber wie gesagt, naja, gut, alles klar. Matze ist rechts von uns, Beute. Das ist doch cool. Matze ist parallel zu uns rechts. Mhm. Ja, nee, ich müsste halt bloß irgendwie mal noch nachladen, sonst hab ich nur zwei Magazine am Sägewerk. Achso, was der Beute halt für Whisky trinkt. Beute, was trinkst du für Whisky? Warte, jetzt sage ich dir gleich, ist in so einer grünen Blechdose und zwar ein irisch Whisky namens Connemara. Ah. Wer ist denn jetzt in Stacheldraht gelaufen? Ich nicht. Ich nicht. Seid ihr dort schon? Warte mal. Nein. Ist gerade jemand irgendwie, hat sich wehgetan. Ein Skeff bestimmt, oder? Benji, ich liege hinter dir im Gebüsch und lade nach. Mach das, ich bin an der Bude hier in der Kleinen. Ich höre jetzt aber auch was. Knolle, kennst du den Whisky? Ich habe davon noch nie was gehört. Ja, kostet glaube ich 25 Euro oder so. Okay. Das ist jetzt nicht der beste. Na, 25 Euro ist schon gerade billig, oder? Also unser Kumpel aus dem Westen, der kommt hier regelmäßig, der bringt immer Whisky für 100 Euro mit. So. Okay. Der hatte mal asiatischen Whisky. Oh, ich weiß nicht. Voll Idiot. Ich weiß nicht, ob es war's. Japanischer oder chinesischer? Ich glaube, es war japanischer. Aha. Und der war richtig klasse, aber da kam die Flasche auch 120 Euro. Ich dachte, die machen noch Sake oder sowas. Nee, die können auch gut Whisky machen. Ich habe noch so. Okay. Ey, Kappa, wo seid ihr jetzt? Sag mal. Ich bin unten am Wasser. Wo schau jemand? Ich renne. Halt die Fresse, Alter. Und Skeff? Ballert ihr doch rum, die Blöden? Na, ich. Und der Beutel? Wo ist der Beutel? Ich bin unten am Wasser, an dem Felsen, Richtung Sägewerk. Heute hat mir vor 10 Sekunden noch gesagt, er gibt mir Deckung. Naja, das sind schon 10 Sekunden her. Ich habe gesagt, ich liege im Busch und lade nach. Und dann habe ich gesagt, ich bin fertig und mache jetzt los. Ich bin quasi am Sägewerk. Ich liege im Busch, hast du gesagt. Ja, und dann bin ich losgelaufen. Ich liege im Busch und läuft los. Beutel, ich komme jetzt hier zum Felsen. Ja, okay, seh dich. Okay. Wo ist Benji? Der ist noch mitten in der Pampa. Da klopft sich mit Skeff rum. Ich muss ja erstmal meine schwere Blutung. Unwürdige Kreaturen. Da muss ich mein Magazin nachladen, da komme ich zu euch. Team Chaos auf Woods, ja. Das ist geil, wir sind schon berühmt, berüchtigt. Warte mal, Matze, ich geh mal. Hast du was zum Snipen? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Hier ist doch dieser Sniper-Felsen, da gehe ich mal hoch. Oh. Benji? Matze? Nee. Nein, das bin ich. Okay, ich hab ihn erwischt. Brauchst du ein Skeff? Nee. Ein Spieler? Alter, was macht denn hier, Kerls? Junge Kerls. Wartet mal, ich muss mich ganz schnell heilen. Benji, wo bist du? Ich bin doch an meiner Flachbaubude. Hä, aber Matze, der muss doch von deiner Richtung gekommen sein. Was? Nö. Na doch, der war allein. Der kam jetzt dort, wo wir uns gerade am Felsen getroffen haben. Da kam der gerade her. Ehrlich? Ich hab keinen gesehen. Nur dich? Vielleicht hat er hier. Das bin ich. Ja, na hier liegt er. Der war vielleicht hier am Zelt, Alter, die ganze Zeit. Ganz sein, ja. Oh Mann, ich hau hier mal ganz kurz meinen Helm weg. Discord und nehme sein. Ich hab mir kurz das CMS rein, dann komme ich zu euch. Ja, bitte, damit wir endlich mal vorwärts kommen. Oh, hier. Warte mal, Matze noch nicht. Ich will bloß mal anpassen. Ich muss meine Weste loswerden. Ist hier mal ein scheiß Busch oder was in diesem Dreckswald? Was ist denn das hier? Hier gibt's keinen Busch, wo ich mal mein Zeug reinschmeißen kann, oder? Alle was? Weggepatcht. Hier waren mal so viele Büsche, Alter. Die haben sich dann gedacht, der Beutel kommt immer nur und versteckt da seinen Loot wie so ein Eichhörnchen. Findet er eh nie wieder. Da können wir die Büsche auch wegmachen. Toll. Hier vorne ist ein Buschbeutel. Du rennst mal mit der Kirche ums Dorf. Jetzt ist es zu spät. Boah, es rennt der voll durch den Stacheldrahtzaun. Wo bist denn du, Benji? Dann bist ich du bin doch an der Holzfäller Bruder, da hinten. Boah, das war ein Level 8er, das arme Schwein. Ja. Das tut mir gleich wieder leid. Ey, wie lange brauchst du denn für die 2 Meter, um von dieser Drecksbude zu uns zu kommen? Halb schon unterwegs. Ich knall dich gleich ab, wenn ich dich sehe. Alter, Vorsicht. 7,62. Ich auch. Da ist er. Was schießt du, AK? Ja. Also AKL. Ja. Lauft ihr bei mir rum? Ist übrigens der Baum, wo man hochklettern kann. Ach so.
Ah, der ist das. Warte mal. Was ist denn wo? Wo ist denn der? Ich grad nicht. Da vorne ist ein umgekippter Baum. Boah, nee, so steil kann man nicht hochlaufen, glaube ich nicht. So, okay. Ja, spielst du. Hast du mir wieder was vom Pferd erzählt? Nein. Lügenmärchen. Ich guck jetzt nur auf den scheiß Berg. Dark of Latein. Übrigens, unter dem Berg ist ein Stash, den man looten kann. Das wusste ich vorher auch nicht. Okay. Unter dem Berg. Wie bei den Zwergen, Junge. Unter dem rechts, Berg. Wenn du rechts rumgehst. Wo bist du eigentlich, Beutel? Ich liege hier im Gebüsch und lade mal wieder nach. Oh, ey, wer soll zu der Hütte kommen, Alter? Benji, wollen wir schon mal losgucken? Ja, ihr könnt doch schon los. Was denn für eine Hütte nur? Na, da, wo sie uns schon mal abgeknallt haben. Da, wo Sturmann sein Unwesen treibt. Diese Blechhütte. Ach so, die Hütte. Ja. Naja, ich wollte euch doch von hier oben E-Deckung geben vom Sniperfelsen. Okay. Sniperfelsen. Und heute? Hier unten, um den Sniperfelsen rum, ist ein Stash. Ein kleiner. Hier bei dem Bagger. Ja. Ich höre nicht wirklich zu, aber weil ich gerade... Ich bin an dem Bagger. Das ist drin, Leute. Ja. Der ist drin. Liegt. Okay. So, Leute, sagt mir, wie der Stand ist. Ich bin hier unten und... Gaute. Gibt's ja Loot? Wir looten? Gucken. Naja, sagt, wenn ihr fertig seid mit Looten, dass wir dann rüber zu die Schlafwaggons können. Deiner Mutter. Hier draußen ist auch. Ach, alles schon gelootet, Alter. Na los, dann rüber zu den Schlafkabinen, ne? Scheiße, ich brauch Fressen. Ich muss mal rüber. Ich bin schon. Oh ja, was ist denn das hier? Meine Fresse. Bleibt ja an dem Baumstamm hängen mit der linken Zehe. Oh, oh. Matze, das klingt wie eine SKS. Oh. Da schießt einer von oben runter. Ja, von oben. Was kannst du sagen, wo der ist? Der ist an dem Hang, an dem Hügel. An der Straße. Happen. Sehr gut. Mensch, Jungs, was ist mit euch los? Seid ihr heute in Form? Uiuiui. Hat er dich schwer erwischt? Das war ein Skeff. Das war ein Skeff. Nö, er hat mir bloß einen reingeprezelt. Da erschrecke ich mich immer auch so. Euros und Rubel. Rublitschkis. Der hat nicht am Start, der Assi. Knallen ab, den Hund. Ganz schön in der Fresse hauen. Ist immer diese komische... Ah, hier. Oh, jetzt hat die Jacke fast übersehen. Ach, nicht erschrecken, ich bin in der Nachbarbude. Gut. Heute, wo bist du? Ich bin hier vorne in dieser Hütte, wo es Essen und Trinken gibt. Quasi Richtung Pier. Pierboot. Ja. Okay. Ich bin nämlich durstig und habe Hunger. Mensch, das läuft heute wie Butter. Ist ja geil. Den Tag nicht vom Abend loben. Mhm. Klaus, wieso meinst du, dass Flo eingeschlafen ist? Habt ihr euch noch nicht getroffen? Boah, Fresserei, Junge, ohne Ende. Heute hast du nachgeladen. Ja. Gut. Captain Key. Captain Key. Sehr Ui. Gut, ich weiß. Für Customs. Noch ein Key. Da läuft der gerade noch Spusch. Oh, hier ist ein Skeff. Matze, da kommt zu dir. Das ist noch einer. Oh, noch einer rechts. Der läuft nicht. Gut. Wasser. Cool. Ja. Ich komme rum. Okay. Mensch, kann man euch denn nicht mal alleine lassen? Geil. Geffs, Junge. Herrlich. Ich liebe diese Typen. Ja, ich finde die auch niedlich. Mhm. Höchstens, wenn sie mir Packshot in die Fresse geben aus 100 Metern, dann könnte ich sie alle hassen. Ach so, ihr habt noch nicht getauscht, okay. Oh,
noch ein Schlüssel. Was ist denn hier noch los? So, also Jungs, ich bin dann bald voll. Oh, es schießt. Oh. Vorne. Ich geh da rein in meine Bude. Was heißt nah? So nah war das nicht, oder? Hinten am Sniperfelsen. Bei mir war es weit weg. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Da bin ich einfach nur panisch gerade. Warte mal, ich check mal ganz kurz unsere Ausgänge. UN-Roadblock. Ja, wir können UN-Roadblock, oder? Das ist doch gleich hier. Ja. Und Northern UN haben wir auch. Also ich weiß ja nicht, wie voll ihr seid, aber ich bin erstmal voll mit Loot. Ich bin gut. Gut unterwegs. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich. Alter, das war eine M700, oder? Das ging voll in die Rüstung, also ich lebe noch, aber das Wort tat weh. Aber wo, von wo hat er geschossen, Leute? Von hier hinten. Von da hinten hier. Oder aus der Richtung. Aber hier oben ist doch bloß. Was, von welchen Felsen? Sniperfelsen. Vom großen? Nee, der Schuss, das glaube ich nicht. Der Schuss, der klang eher dort, wo ich den Typen vorne erschossen habe. Ja, dann müssen es die Holzstapel sein, die da oben sind. Ja, hier oben sind Holzstapel. Oh, nee, ja. Warte, ich umlauf den. Okay. Danke. Ich traue mich nicht raus. Ich werde mal hier ein bisschen Zielscheibe spielen. Er hat es auf jeden Fall irgendwie abgesehen. Was ihr sagt. Oh. Jetzt schießt es hinter mir auch noch. Ey, komm, Benji, wir müssen hier weg. Na, ich kann aber nicht raus. Schnell rausrennen, oder? Warte, ich schmeiß mal eine Granate rüber. Ja, okay, ich bin raus. Danke. Bitte. Ja, hier ist keiner. Aber wo rennen wir jetzt lang? Hier hoch? Ja, der hat sich wahrscheinlich umpositioniert. Na los, UN Rotler, hier, ihr wisst schon. Wir sind. Alter, die sitzen oben. Leute, los, kommt hier unten. Ich renne jetzt Richtung Wasser, Leute. Ja. Richtung Wasser. Also Richtung See. Ich höre euch. Ihr seid rechts von mir, also nicht erschrecken, ich komme links, ja. Alter, die haben es auf uns abgesehen. Das sind zwei Sniper übrigens. Ja. Zickzack. Ich brauche erstmal Luft, Alter. Ja, es ist halt kreuzgefährlich. Du kommst in der Hütte vor und willst gucken, wo da ist, und da drückt der einen rein. Ja. So willst du mal erstmal außen. Ey, geil, wir haben mal das Sägewerk gelootet. Ja. Einfach so, ohne Schiss zu haben. Mhm. Denkst an, hier vorne sind Scaffs, ne? Das sind die Leute im Stream, die dich. Okay, da ist einer. Die uns motivieren. Ich? Deine nicht? Ich würde mir mal schnell das Trinken hier unten. Oh. Abgezielt. Ziel. Hast du? Ich glaube ja. Achtung, Matze, ich renn auch hoch. Ja, da liegt doch. Gut. Da können wir ja hier nochmal ins Camp rein, ne? Eigentlich ja. Da findet man noch einen Zucker oder sowas Schönes. Ja. Mensch, hier liegt noch so ein Stim hier auf der Kache. Sonst kann ich nämlich nicht nachladen, Leute. Dann du? Nee, nimm, ich hab doch. Nee, wo bist du? Ich sitze vor dir. Läufst du zuäugig durchs Dorf? Und dann nimm den Stim nicht mit, dann nehme ich ihn jetzt. Hey, Schwester. So. Ich laufe mal ein bisschen weiter um euch rum. Oh, von. Oh, fuck. Ah, schaut, ey. Das kann doch nicht sein. Alter Schreiter. Hast du Matze? Ja. Diese Drecks-Rotpunkt-Visiere, dass man da einfach niemals den roten Punkt sieht. Wo liegt der Beule? Ja, unten. In der Wiese. Achso. Kotzt mich das an, diese Dreckscheiße, ey. Ja, mitbringen. Erzähl mal. Ja, was sollst du denn mitbringen? Ich bin voller Loot. Bringt alles mit. Nee, Mann. Nur die Knarre und meine Magazine. Er ist etwas ungehalten.
So ein Futzenspiel. Hier, Benji, nimm mal sein Zeug mit. Achso, ich wollte. Kotzt mich das an. Ich hab nichts gesehen, einfach keinen roten Punkt mit dem Ding. Naja, aber so ungefähr hast du doch die Mitte, Alter. Es ist manchmal, gerade wenn du gegen das Licht guckst oder so, ist halt scheiße. So, ich nehme einen Helm. Seine Maske. Nimmst du die andere Knifte? Ja, die APK. Ja. Jo, ist drin. Seine Kopfhörer. Gut. Beutel, die kriegst du nicht mit. Nee, ich schmeiß die bitte weg, die hab ich doch eh von dem Noob gelootet vorhin. Was, die Weste? Die Weste kann ich mitnehmen, glaube ich. Nee, ich meine die Armor, die kannst du da lassen. Schmeiß mal. Zwei Westen, du hast immer die Blackrock und da hast du die MK3. Ja, wenn er jetzt hauptsache die Knarre. Das hey Benji, du wolltest den Kopfhörer noch mitnehmen. Nee, der ist weg. Hä? Was? Der ist doch da. Der ist. Hat den in meinem Inventar, jetzt ist er wieder weg. Aber ja. habt ihr den Skeff erschossen wenigstens? Ja. Ich saufe mal deinen Saft weg. Du brauchst ihn eh nicht mehr. Also bring dir jetzt meine Kopfhörer auch noch mit, oder was? Kopfhörer ja. Ich habe deine Knarre, aber kein Magazin. Ich habe auch noch eine andere Knarre, so eine Wepper. Na, die hatte der Typ. Die bringe ich dir auch mit. Du hast da kein AK-55 Magazin für die Knarre, oder? Doch, hier in der Weste. Meine Granaten dürft ihr behalten, dann nehme ich mal einfach. Was? Ich hab ja keine Granaten gesehen. Stimmt, hinter uns die Sniper, Alter. Ach, das Beschissene ist, da waren ja auch noch Glühbirnen drin, um neue Granaten zu holen. Naja, ich gehe mal schnell rauchen, Leute. Ja, habe ich da was gehört? Ach, regt mich das auf die was? Scheiße. Ein Schuss habe ich gehört, du, aber ganz, ganz weit weg. Ja, ja. Vom Felsen. Ja. Die schießen gerade auf andere arme Schweine, die dort ihr Glück versuchen. All die Beutel hat's vor, aber wenn du schießt, geht ja, was ist ja los? Der arme Beutel. Nee, ey, Benji. Was hat der Beutel gesagt? Sein Stash ist voll, er möchte sterben. Und jetzt? Was ist jetzt? Ich hab keine Knarre, das kotzt mich an. Ja. Bring mir meine Knarre mit. Oh, könnt ihr mir eine Pistole geben? Aha. Ich hab keine Knarre. Und dann zwei Tage später, mein Stash ist voll, ich muss sterben. Ich muss kurz liegen. Ich schrecke ihn nicht mehr. So. Der arme Beutel. Habe ich eigentlich auch gedacht, bis mir wieder sein Spruch heute eingefallen ist, ich muss sterben. War voll ausgeflippt. So ist er noch nie ausgeflippt, oder? Lange nicht, lange nicht. Also ich kann mich noch an Runden entsinnen, wo er das Spiel deinstallieren wollte sofort. Ach so, ja, am Anfang ja. Das stimmt. Oh, so, ich gehe auch mal schnell einen rauchen und meiner Frau mal zum Geburtstag gratulieren. Ich habe sie ja auch nie gesehen, die war das Wochenende weg. Ach, schön, Fuß. Ja, mache ich. Dauert nicht lange. 5 Minuten bin ich wieder da. Haltet. Hold fast. Haltet. Oh, ist immer. Ey, das sind wahrscheinlich die offenen Kopfhörer. Gut, bis gleich, Jungs.